Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Video hier vom Kanal Diplom LP. Wir spielen wieder Apex Legends, denn wir haben wieder eine neue Challenge. Und zwar heute die Jäger-Challenge, beziehungsweise auch Kopfgeldjäger. Wir haben diesmal einen Arthur dabei. Normalerweise ist immer Basti bei den Challenges dabei gewesen, der zockt aber nicht mehr so viel, deswegen haben wir heute Arthur. Moin. Genau. Wir gehen jetzt erstmal in den Schießstand, schauen uns an, was es alles für Regeln gibt für die Jäger-Challenge und danach probieren wir es in der Runde Duos. Okay, wir sind im Schießstand, ich habe meinen Loadout da. Wir spielen erstmal, Vantage und Bloodhound. Das sind erstmal storymäßig die perfekten Jäger. Bloodhound allgemein wird auch im ersten Apex-Trailer schon als Jäger vorgestellt. Er hat diese Footsteps, die er verfolgt, mit seiner Ult sowieso. Wenn man dann die Schritte des Gegners sehen kann, mit seiner Passive eben, sagt man, wenn Gegner vorbeikommen, dann mit dem Scan können jemand die Gegner finden. Bloodhound ist perfekt, eben der perfekte Jäger. Beziehungsweise ist auch so halb Kopfgeldjäger, weil im Prinzip wir jagen ja keine Tiere, sondern Gegner, nur wir wissen nicht wen. Genau, Vantage hingegen ist ja von der Story auch her auf einem einsamen Planeten aufgewachsen. Sie hat immer ihre Nahrung suchen müssen, ihre Tiere jagen müssen und so. Deswegen passt sie perfekt. Als Jäger haben wir kein Scharfschützengewehr dabei, denn sowas ist eher militärtypisch, sondern wir haben eine Marksman, damit wir eben so auf mittlere Distanzen so in Anführungszeichen snipen können. Ich werde hier wahrscheinlich die G7 mitnehmen, weil mit der am besten umgehen können. Und gleichzeitig werden wir eine Shotgun dabei haben, denn der Jäger muss ja dann auch zum Tier hingehen und das dann eben erlegen. Beziehungsweise, I don't know, ich schätze, dass ein Jäger schon noch oft eine Shotgun dabei hat. Vielleicht, wenn er überrascht wird von so einem Tier. Keine Ahnung, auf jeden Fall, ich schätze, dass eine Shotgun ganz passend dazu ist. Arthur hat auf jeden Fall allgemein einfach eine Range- und Close-Range-Waffen dabei, dass er mir ein bisschen helfen kann. Und ansonsten schauen wir uns das perfekte Jäger-Duo an. Im Inventar habe ich einfach nur Muni. Ich brauche wahrscheinlich Ulti-Beschleuniger, damit ich meine Ult halt öfter haben kann. Und eben Nades, denn ich habe überlegt, wenn ich so einen, meinen Opfer quasi so den Weg versperre, dann konnte ich es quasi nicht abhauen. Das gab jetzt auch so Fallenstellen, was das Jäger machen, oder wenn ein Gegner quasi stuck, damit der nicht abhauen kann. Deswegen glaube ich, ist es ganz passend für den Jäger. Ansonsten, wie gesagt, noch Muni und Ulti-Beschleuniger für die Ult. Und genau. Ich würde sagen, jetzt gehen wir bei einer Runde Duos und probieren es mal aus. Perfekt, wir sind auf der Landung, ab nach Fragment. Schon eine Shotgun, perfekt. Okay, bis jetzt noch eine MP, die muss weggedroppt werden später, aber vorher definitiv halten. Dann pushen wir rein. Die 6 Steps. Der Jäger hat seine Beute geschnüffelt. Ich hab direkt meine Nades. Fallstellen. Holy shit. On me. Oh, heute gefetzt. Ich muss eine Bett nehmen. Ich glaube, die Tür ist schon weg. Ich hoffe, dass der Gibby nicht gereift wird, ne? Der krabbelt gerade weg. Lass mir reingehen. Den Gibby gefinisht. Keine Nades mehr. Da kommt einer. Achso, waren die im selben Team, der Gibby und der? Da kommt jemand. Der Jäger schnüffelt seine Beute. Oh shit. Was machen die denn da? Nimm meine Syringe. Granate rein. Ja, die gut geschnitten. Mein Scan braucht noch 10 Sekunden. 45 auf. Jetzt müssen wir noch gar niemanden jagen, weil die eh alle herkommen. Ich bin bei denen, Bloodhound ist cracked. Cracked? No, ich bin stuck! Mann. Fuck. War dumm, die Ult zu klicken. Ey, der war solo. Nee, nee, der Kostik. Der gehört zu dem. Ja, aber der ist ja gestorben, irgendwie. Das ist der Party im Haus, oder? Ja, das sind zwei Leute, Achtung. Hä? Ah, dann hast du ein bisschen Mut gemacht. Oh mein Gott. Shit, ich sterbe. Schau. Ist da noch ein Schießwurf drin? Ich hab einen schon geholt. Okay, gehen wir ganz kurz zielen. Wir könnten da hochklettern, dann gehen wir beide direkt hoch. 45 auf Valkyrie. Okay, 6 Footsteps. Oh, on me, die Lober. Lober knocked. So, der Jäger muss sein Tier erlegen, deswegen versucht zu stacken. 55. Let's go. 70 auf Kostik. Okay. Dann Rave. Können die scannen oder wie ist das? Okay, dann lass die pushen.
Der Jäger bleibt nicht stehen. Der Jäger sucht nur Steps. Ne, ein echter Jäger wird im Jäger. Der Jäger stand schön. Oh, der bewegt sich so schnell. Die können mit der G7 nicht so schnell verfolgen. Einer bei einen Nox. Oh nein, von der anderen Seite noch. Ich hab ihn noch bekommen. Was? Nice, let's go. Okay, wir gehen auf jeden Fall für eine Runde. Alles klar, ab nach Skulltown. Mies bad gedroppt. Okay, pass auf, den punch ich. Bam! Oh, scheiße. Oh, fuck. Bitte nicht hier rüber gucken. Oh, oh. Ne, guck dir rüber. Ich hab ihm zweimal gepuncht. Oh, jetzt hätte ich eine Waffe gefunden. Und drei. Sehr stark. By the way, wir haben letzte Runde rausgefunden, dass die richtig lustige Voicelines zusammen haben. Sogar eine über den Jäger, das ist saugeil. Ich stelle mir ganz kurz rein. Denkst du, Echo könnte lernen, wie mit Vogeln zu kämpfen? Lol. Ich habe Materialien für uns. Gehört eben. Nee. Die mit Echo. Ja, Echo könnte lernen, wie ein Dings zu kämpfen, was, aber nicht ganz gehört. Markier mir mal gleich was. Ich markiere dir jetzt gleich was. Markier jemand. Hier ist ein erweitertes, schweres Magazin. Okay. Danke. Hey, war dein Vogel schon immer so fies oder hast du ihm das beigebracht? Arthur, er spricht eine andere Sprache als wir. So wie viel Kugeln, ne? Danke. Oh, denkst du, Echo könnte lernen, wie dein Vogel zu kämpfen? Arthur, er spricht eine andere Sprache als. Okay, ist dieselbe, hä? Als ob. Mein Vogel irgendwie kämpft. Das macht doch gar nichts. Warte mal, pass auf, pin mal du irgendwas für mich? Hilfe bei der Jagd. Hier ist eine Optik. Für Scharfschützen. Es ist eine Ehre, mit einer anderen Jägerin gesegnet zu sein. Mhm, dann eine Jägerwurzel. Ich mache das schon mein ganzes Leben. Oh, optimal, warte, ich pinne nochmal. Du musst pinnen. Du musst das pinnen. Stufe 1. Es ist eine Ehre, mit einer anderen. Ah, haben wir schon gehabt, pinne nochmal. Hier ist eine Optik. Gern geschehen. Aber wozu eine Axt verwenden, wenn man aus sicherer Distanz schießen kann? Ich danke für die Hilfe bei der Jagd. Okay. Gern geschehen. Das war dieselbe. Oha, voll krass. Aber perfekt, aber die haben sogar Jäger-Voicelines, Alter, optimal. Die Fußspuren entdeckt. Ich scanne das. Ist denn eine, oder wie? Nee, sind zwei. Oh, let's go, hab den. So, der Jäger wird jetzt seine Falle stellen. Kein Entkommen. Oh, ist der Wraith. Ja, ich burn den anderen. Der verreckt er so. Jetzt haben wir mit erhobenem Noch dann durch. Pass auf, jetzt kommt die Ult. Wir jetzt seine Footsteps suchen können. Okay, I'm dead. Scan. Ich hieß dich herum. Oh, ich komm, die pusht mich. Fallensteller. Optimal! Okay, hier haben wir Schüsse gehört. Oh, sie sind sogar noch, die sind noch gar nicht fertig mit dem Fight. Oh, 50. Okay, die ist tot. Da habe ich keine Shot, wenn man ihn müsste, werde ich ein bisschen vorsichtig umgehen. Hat die vielleicht ein bisschen was? Gar nichts. Ich gehe auf den High Ground. Aua. Oh, von wo kommen die her? Okay, wir müssen ein bisschen auf Range gehen, ich habe keine Muni dafür. Oh, fuck. So, ich habe meine Ulti da. Oh, ich bin am Fettfingern. No. Markiere unsere Umgebung. Komm schon, die rennen jetzt einfach komplett außen rum. Brauche einen Moment, um meine Schilde aufzuladen.
Wo kommt man hier hoch? Oh, fuck. Ja, aber trotzdem eine lustige Runde. Schade, dass wir kein höheres Placement Crate haben oder sogar ein Win. Trotzdem war ganz lustig. Die Jäger-Challenge macht auf jeden Fall Spaß. Vor allem cool, dass die beiden einfach so Voicelines miteinander haben. Ihr könnt es natürlich gerne auch mal selber ausprobieren. Ich hoffe, auf jeden Fall hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like und ein Abo, dann sehen wir uns vielleicht nächsten Mal wieder. Ciao.